So spricht der Herr: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Halleluja! Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht mehr sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. So wie das Brot dem Volk in der Wüste Nahrung geworden ist mit Kraft, so sind wir hingeopfert für das Volk, in dem wir leben, stellvertretend. Wir wissen nicht, wir werden vielleicht nie sehen, wozu unser Lebensopfer dient. Aber es ist fruchtbar, wenn wir es Gott in die Hände geben. Und wir sagen: Ja, ich bin bereit, so wie Jesus sich vom Altar aus verschenken lässt, bin ich bereit, mich verschenken zu lassen von dir. Hineinzuopfern in die Lebenssituationen, in die du mich stellst. In alle Resignation vielleicht hinein, Aussichtslosigkeit, wo wir rein weltlich hier einen Kampf kämpfen, den wir nie gewonnen haben, aber dennoch uns bis zum letzten Atemzug hingegeben haben. So war es auch bei Jesus. Sein Kreuzestod ist für sich gesehen erfolglos geblieben. Der schmähliche Tod. Aber in die Hände des Vaters gelegt wurde er
er zum Sieg über Satan, über die Sünde, über alles Böse, über alle Dunkelheiten dieser Welt. Und in der Auferstehung hat der Vater seinem Sohn allen Sieg geschenkt. Und so wird es auch bei uns sein, wenn wir bereit sind, uns ganz hinzugeben. Nach der Auferstehung werden wir die Früchte unseres Opfers sehen. Wir werden den Lohn erhalten. Wir werden sehen, wozu jede einzelne Mühsal, die wir dem Vater dargebracht haben, gut gewesen ist. Ein großer Trost und eine große Freude. Und wenn Jesus für mich das Brot des Lebens ist, dann ist sein Hingeopfertsein für mich. Jesus einmal sagt, meine Nahrung ist es, den Willen des Vaters zu tun. Diesem Jesus nachzufolgen. Ihn als Wahrheit meines Lebens zu umarmen, anzunehmen, ist für mich Brot des Lebens. Ihn nachzufolgen. Jesus denkt an sein Kreuz, wenn er sagt, nehmt und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingeopfert ist. Und dieses Kreuzesopfer, dieser geopferte Leib, den schenkt er uns. Der heilige Leib Christi. Der Priester ist normalerweise zutiefst erschüttert von diesem großen Geheimnis, das sich durch seine Worte und seine Reden vor seinen Augen abspielt. Und doch ist er hineingenommen in das Geheimnis. Kann nicht anders. Er kann nicht zurückweichen. Er muss seinen Dienst vollziehen und schmerzlich fühlen, dass er nicht würdig ist. Man wollte die Worte des heiligen Petrus sagen, Herr, geh weg von mir, bin ein Sünder. Aber der Herr sagt, wen soll ich denn senden? Ich habe nur dich. Deshalb habe ich dich auserwählt. Und so ist es zuerst Brot, Jesus Brot des Lebens für uns, wenn wir ihm nachfolgen. Und erst wenn all das stimmt, diese Identifikation mit ihm, diese Nachfolge mit ihm, dann ist es auch stimmig, wenn wir den Herrn Leib empfangen, wenn wir auf ihn blicken, unser Handeln darauf sagen. Weil das es ist, was ich bin, wozu ich bereit bin. Diese Wahrheit, die sich hier in mir schenkt, der will ich folgen. Der Leib des Herrn möge mir Kraft geben, ihm zu dienen. So ist das wahre Brot der Herr im allerheiligsten Sakrament des Altares dann wirklich auf allen Dimensionen, nicht nur in geistiger, sondern in durch und durch realer Weise das Brot, das vom Himmel gekommen ist, das unser Lehrmeister ist, das
uns stärkt, uns heilt, befreit und heiligt. Mögen wir jedes Mal, wenn wir die Worte des Herrn hören, dadurch geheiligt werden, tiefer eindringen in das Geheimnis und davon erfüllt werden, damit wir so in der Heiligkeit wachsen. Es sollte bei Christen einen Unterschied machen in der Heiligkeit. Wir sollten in der Heiligkeit viel weiter fortschreiten als andere Christen, die Eucharistie nicht empfangen. Das ist traurig, wenn Christen viel weniger fortgeschritten sind in der Nachfolge des Herrn als Christen anderer Konfessionen, die